Der Kollege sagt einfach, dass ich sollen gehen. Wie weit soll ich gehen? 10 Meter, 100 Meter, 4 Meter soll ich Berlin verlassen. Wir haben mit Ihrem Kollegen wunderlich gesprochen. Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir hier nicht ständig eskalieren. Und Sie kommen jetzt auf mich zu, während ich mit Freunden Bier trinke, mit 4 Leuten, mit 8 Polizisten und sagen, Sie gehen jetzt dahin oder dahin und dahin. Liebe Leute, ihr könnt nicht einfach sagen, hau absetzt. Wie weit dieser Platz fehlt? Wie weit? Halten Sie bitte die Abstände ein. Abstand ist immer eine Sache zwischen 2 Personen oder Menschen. Weil Sie mich hier gerade nötigen. Und Sie sagen mir weiter, ich soll weiter hingehen. Das ist eine Kollegin, die kann Bier trinken. Ich hatte einen Abstand. Möchte ich diesen Herrn eine Strafanzeige wegen Nötigung? So, jetzt bin ich außerhalb dieses Platzes. So, ich möchte auch Strafanzeige wegen Sie gegen Nötigung, weil Sie mich jetzt zwingen, diesen Platz, den ich verlassen habe. Die Identität ist jetzt festgestellt, ich habe Ihnen alles ausführlich erklärt, wir gehen jetzt rüber zum Arbeiten. Nee, das können Sie nicht machen. Lasst euch doch nicht machen. Also ich sage Ihnen jetzt eins, jetzt auf Sie bis außen und hier Ihre Scheiße. Gehen Sie mal zur Seite hier. Was denn? Macht mal eine Kette dann kurz. Ja, ruft Edelmann an und ruft noch ein paar andere an. So, Sie nehmen jetzt bitte auch Abstand. Ja, aber Sie nehmen trotzdem Abstand. Das ist ein Gewahrsamsraum. So, fertig. Ich kenne niemanden dieser Polizei, wir haben gesprochen. So, dahinter bitte. Gut. Ab ins Töpfchen. Mal gucken, wie der Seite sich an, was in die Tasche reinlegt. So, jetzt sind 106 Puls. Wir haben die Polizei ein bisschen herausgefordert. Er hat ein Bier getrunken. Markus hat ein Bier getrunken. Ja. Was hat er ja. Okay. Er wurde genötigt, aus dem Pass zu verlassen. Und ich habe die Polizei gebeten, Intelligenz zu testen. Wer ist die Augenzeugin? Oh. Bist du die Augenzeugin? Vicky, du? Jetzt mal kurz. Hi. Was ist passiert? Naja, wir wurden von der Polizistin gebeten, den Platz zu räumen, wobei wir eigentlich nicht an der Bahn waren. Wir waren da ja bei diesem Dönerstand und haben halt dann unser Feierabendradler getrunken, was man eigentlich noch in Deutschland machen dürfte, wenn wir in der Demokratie leben würden. Ja. Ich glaube, das ist unabhängig von der Demokratie. Genau, und das haben halt die Menschen in Schwarz von der 33er nicht so gut gefunden und haben halt gesagt, wir wollen den Platz verlassen, was wir aber nicht in dem Sinne getan haben, weil wir ja nicht auf der Veranstaltung jetzt noch da waren. Und wir haben uns mit jemandem getroffen, die waren überhaupt nicht auf der Veranstaltung. Und dann ging halt die Grundsatzdiskussion durch, die halt dann so weit ausgeartet ist, dass der Markus mitgenommen wurde. Ja, genau. Also ich kann bestätigen, ich war jetzt ganz einfach, ich habe gestreamt. Ja. Die habe ich jetzt gar nicht erwartet. Die habe ich jetzt das erste Mal gesehen, wo die Polizei ihn abführt. Der war nicht auf die Veranstaltung. 100% nicht. 100% nicht. Mach mal bitte. Ich bin nicht hier. Wenn du eine polizeiliche Maßnahme bist, fahr die Rest runter. Einfach sehr gut. Morgen wird es schäbern her, das höre ich jetzt schon. Die Polizei morgen aus der letzten Löcher pfeifen.